So, der Johann fährt das Schmuckstück jetzt raus. Hat sich letztens einer in den Kommentaren ergötzt an dem Wort Schmuckstück. Für uns ist es ein Schmuckstück, weil du so ein Auto in der Regel ja nicht mehr zu kaufen kriegst. Ist jetzt was für wahrscheinlich eher ältere Leute, da so ein Fahrzeug einen etwas höheren Einstieg hat und natürlich ja, nicht so viel Geld kostet, ne? Wie ein Auto, was 2, 3 Jahre alt ist. Also Eckdaten hier nochmal, erste Hand, Scheckheft weiß ich jetzt nicht, müssen wir nachher nachgucken. Sind Allwetterreifen drauf, Fahrzeug hat 57.000 Kilometer gelaufen, ist stinknormal, wartest du mal, ist stinknormal, denke ich mal, ausgestattet mit einer Klimaanlage. Kilometerstand kann ich euch hier einmal zeigen, sind 57.000 Kilometer. Komm mal einmal kurz raus, ich will einmal kurz den Zustand von innen zeigen. Ja, beheizbare Frontscheibe, aber dafür noch nicht mal elektrische Fensterheber. Ist aber kein Problem, ne? Dafür haben wir eine Klimaanlage, die zeige ich euch jetzt noch mal. Einmal rein hier. Da haben wir Klimaanlage, können wir direkt checken, ob die funktioniert. Läuft auch vorne an. Gut, die Allwetterreifen, der Johann sagt, ZV-Funkfernbedienung, ne? Und ihr könnt euch vorstellen, wer der Vorbesitzer war, weil, ne, wer fährt heute noch mit sowas durch die Gegend, denn nichts gegen ältere Leute, aber das benutzen in der Regel, ja, ältere Leute. So, ich zeige euch die Reifen. Da, gut, hier Allwetterreifen, kann man sehen, die sind aus, kann ich nicht sehen, steht auf der anderen Seite. Johann sagt schon, wir haben den Zahnring hier irgendwann schon mal gewechselt in 2018 bei 46.000 Kilometern, also es war vor rund 10.000 Kilometern. Gesamtzustand Motor Taco. Wer den Motor kennt, weiß, dass das Ding super zuverlässig ist. Und ja, das war es eigentlich gewesen. Wer Interesse hat, kann uns auf dem üblichen Weg natürlich gerne kontaktieren. Ihr wisst, wie das funktioniert. Bis später. Ciao.